Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir ein paar Produkte von Physicians Formula testen. Das ist eine neue Marke, die bei Rossmann eingezogen ist und die es nur online erhältlich gibt. Und ja, heute kam das Päckchen und das möchte ich einfach mal in meinem Gesicht mit dir zusammen testen. Am Ende gibt es dann auch noch eine kleine Verlosung. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Ich habe mir schon mal einen Kaffee geholt. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe jetzt schon mal mein Gesicht geprimed und mir Augenbrauen drauf gemacht. Und ich habe heute irgendwie ein Bad Eyebrow Day, aber das kriegen wir nachher noch mit Foundation und Concealer ausgebügelt. Anfangen möchte ich mit einer Lidschattenpalette von Physicians Formula. Und hier habe ich Shimmer Strips Bronze Nude Eyes. Die sieht so aus und die habe ich geholt, weil diese mega geile Pop-Color mit dabei ist. Das ist einfach mega schönes Türkis. Und ich glaube, die heißt Bronze Nude oder Bronze Nude. Ich finde das Design wunderschön. Das erinnert mich ein bisschen von der äußeren Glitzerschicht an die Anastasia Beverly Hills Sultry Palette. Denn das sieht wirklich genauso aus. Und ja, dann gucken wir mal rein. Du hast hier wirklich verschiedene Farben, einen Pinselapplikator, der ein bisschen anders ist. Also normalerweise kennt man ja diese Spoolies, dass die rund vorne sind. Der ist ein bisschen spitz zu laufender, aber den werde ich nicht verwenden, auch wenn er echt hübsch ist, ne? Da so Glitzer drin. Und es sind alles Schimmertöne. Das heißt, ich mache mir heute so einen Schimmerlook. Mal gucken. Ich habe es ja schon das ein oder andere Mal gemacht und das hat mir auch ganz gut gefallen. Auch über den Tag hat mir das sehr gut gefallen. Deswegen mache ich das jetzt auch einfach mal. Physicians Formula hat tatsächlich auch verschiedene Produkte rausgebracht. Ja, also die Produkte, die ich nicht gefunden habe, war... doch, das habe ich wohl gefunden. Augenbrauenprodukt habe ich gefunden, hat mir aber nicht zugesagt. Habe ich deswegen nicht genommen. Dann haben die keinen Primer, soweit ich weiß. Deswegen habe ich jetzt auch einen anderen drauf gemacht. Und Highlighter habe ich auch gar nicht gefunden. Das fand ich ein bisschen schade. Ich habe mir gedacht, naja, vielleicht kann ich ja hier die hellste Farbe nachher als Highlighter verwenden. Ich bin gespannt. Ich habe aber noch einen Notfallplan da. So, zunächst einmal trage ich mir hier diesen hellsten Ton als Base auf, nennen wir es mal Base, und ja, trage das auf meinem kompletten Auge auf bis zur Augenbraue. Ja, das ist halt eher Schimmer und überhaupt nicht deckend. Das ist dann natürlich ein bisschen nicht so geil. Naja, also das glitzert mir dann als Base-Ton doch ein bisschen zu sehr, ne? Zumal das einfach grobe Glitzerpartikel sind und meine meine Adern, die hier oben so sind, weil ich halt sehr, sehr helle Haut habe, werden überhaupt nicht abgedeckt. Das finde ich jetzt etwas unpraktisch. Ich nehme mir einfach mal dann was anderes als Base-Ton, weil so geht das nicht. Und zwar habe ich mir auch von Physicians Formula diesen Super BB Puder geholt. Hier steht auch nochmal drauf, wofür BB eigentlich steht. Das ist Beauty Balm. Wusste ich auch noch nicht, finde ich cool. Das ist jetzt die Farbe Light Medium. Ja, weil ich bin hell. Also die Produkte an sich sind vom Design her schon mal ganz schön. Die Verpackungen, ja, sind ganz nett, schützen halt die Produkte dann auch beim Versand zum Beispiel. Landen bei mir dann aber jetzt direkt in der Tonne, weil ich brauche es halt nicht. So, dann gucken wir mal. Achso, ja. Das ist halt so eine BB-Cream, BB-Puder in dem Sinne, kannte ich auch so noch nicht. Und wenn man das halt so hochklappt, upsala, hat man hier noch einen Spiegel mit drin. Und hier dann auch noch so ein Pinselchen. Ja, so ein Pinselchen brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich verwende jetzt einfach erstmal das Puder. So. Also kommt derbe Produkt auf meinen Pinsel und dann gebe ich mir den einfach hier auch mal komplett drauf. Ja, der ist als Base-Ton definitiv besser geeignet. Das heißt, bei der Lidschattenpalette brauchst du vielleicht noch irgendwas, was dir was Mattes mit dabei gibt, weil es sind wirklich nur Schimmertöne und das ist dann etwas problematisch. Jo, als Base macht sich das schon mal ganz gut. Und jetzt gebe ich mir hier diesen kupferfarbenen Ton, der ein etwas kleineres Fännchen hat, in die Crease, beziehungsweise bei mir ja etwas höher, weil ich ja ein Mini-Schlupflid, wie auch immer, habe. Ich mache das erst hier so an der Seite, dann arbeite ich mich ein bisschen nach oben und ziehe das dann immer so ein bisschen in meine Lidfalte. Ich habe dafür immer gerne so einen abgeschrägten Pinsel und damit kann ich persönlich sehr, sehr gut arbeiten. Dann gucke ich nochmal gerade in den Spiegel, gehe über meinen Wimpernkranz und gebe mir das nochmal etwas höher als meine natürliche Crease auf, um halt mein Auge optisch zu öffnen und meine Crease, meine Lidfalte etwas höher zu ziehen.
Wenn jetzt diese Farbe, dieses Türkis nicht in der Palette wäre, wäre das eine sehr, 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 sehr natürliche Nude-Palette. Und ich werde auch oben bei mir am Auge alles sehr nudig halten und halt nur unten nachher das Türkis ansetzen. So mein Plan. Genau. Um meine Lidfalte jetzt ein bisschen nochmal zu vertiefen, gehe ich in den ganz dunklen Ton hier unten rein und setze das auch wieder in meine Lidfalte. Das jetzt aber etwas präziser, etwas vorsichtiger. Halt einfach nur, um dem Ganzen eine gewisse Tiefe zu verleihen. Mensch. Ich finde, dass die Töne sehr angenehm pigmentiert sind. Also du hast jetzt nicht irgendwie so Fallout, hast du überhaupt nicht. Hast aber trotzdem was Schönes auf den Augen. Du hast schöne Farbe da, die lässt sich leicht verblenden, leicht miteinander verbinden. Und das finde ich sehr angenehm. Macht wirklich einen schönen Look. Also das wirkt sehr hochwertig, was ich hier in meiner Hand halte. Jetzt nehme ich mir hier von Essence so ein Smudging Brush. Das ist ein ganz kleiner und versuche jetzt einfach mal auf meinem beweglichen Lid die verschiedenen Töne mit diesem Pinsel aufzubringen. Da gebe ich mir außen diesen Goldton auf. Also die Farben, die fühlen sich sehr, sehr cremig an. Das ist sehr angenehm, aber die sind sehr glitzerig und den presse ich mir richtig auf das äußere Drittel und ziehe es auch ein bisschen mit zur Hälfte meines beweglichen Lides. Es lässt sich mit dem Pinsel tatsächlich auftragen. Ich bin begeistert. Das hat echt gut funktioniert. Wahnsinn. Dann gehe ich in das etwas hellere, also im Prinzip also heller als das Gold. Das ist so ein Champagner, würde ich sagen. Und gebe mir das in die Mitte. Und da die Farben so ähnlich sind, verlaufen die schon automatisch ineinander. Und das finde ich mega. Man sieht in der Kamera keinen Unterschied. Es ist aber ein mini, 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 minimaler Verlauf zu sehen. Ich finde es ultra cool. Und dann gehe ich jetzt wieder in die hellste Farbe, die ich ja eben versucht habe, mir als Base aufzugeben. Und gebe mir das in den Innenwinkel rein. Die Kombination von der Lidschattenpalette und diesem Smudging Brush hat dazu geführt, dass es wirklich richtig gut funktioniert hat, ohne dass ich meinen Finger benutzen musste. Und das finde ich ziemlich cool. Es sieht jetzt ziemlich langweilig hier oben aus. Das ist aber nicht schlimm. Ich kann auch mal ein bisschen einen etwas dezenteren Look mal wieder schminken. Denn gleich wird es unter dem Auge auch schon wieder abgehen. Also von daher, das gefällt mir schon ganz gut. Jetzt nehme ich mir einen sauberen Blendepinsel und verblende einfach oben so ein bisschen die Kanten. Im Prinzip muss ich das nicht wirklich, weil das einfach schon von alleine sich so ziemlich gut ausgeblendet hat und alles auch sehr sauber aussieht. Also ich hätte im Prinzip auch vorher die Foundation und so drauf machen können, weil ich habe keinen Fallout. Nichts. Es ist richtig cool. Ja, wir gucken gleich mal, wie es unten noch weitergeht, aber bislang gefällt mir die Palette richtig gut. Also so vor allem als Alltagspalette finde ich die richtig toll. Und wenn man dann zum Beispiel sagt, hey, ich möchte dann noch irgendwie ein bisschen ausgehen, dann machst du die unten noch deine Farbe mit drauf. Und ansonsten richtig, richtig geil. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Richtig, 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 richtig gut. Als Foundation habe ich mir die Nude Wear Foundation gekauft, weil ich diesen Pumper einfach so schön finde. Das ist die Farbe Light. Und ja, das ist Perfecting Nude Pigments. Touch of Glow Foundation, das finde ich auch super. Leichte Glow-Grundierung und ich mag Glow im Gesicht total gerne. Die leichte Grundierung enthält transparente 100% Perfecting Nude Pigmente und natürliche Extrakte, die natürliche Strahlkraft der Haut verstärken, während ihr Glanz und ihre Farbe erhalten bleiben. Das finde ich sehr, sehr nett. Die schwerelose Flüssiggrundierung verleiht der Haut ein strahlendes Aussehen und bleibt auf der Haut bei perfekter Abdeckung trotzdem praktisch unsichtbar. Das ist was für mich. Ja. So sieht der Flakon aus und ich finde den wirklich schön. Du hast hier so dieses Schlangenmuster und Schlangenoberflächengefühl, sage ich mal. Hier hast du dann die milchglasfarbenen Glasflakon und dieses Schleifchen hier drauf in diesem Roségold finde ich auch richtig schön. Und hier oben ein Pumpspender, perfekt. Also das ist einfach alles so von dem, was ich liebe. Und es wird dazu geliefert ein passender Pinsel. Ich habe mir trotzdem hier nochmal ein Schwämmchen hingelegt, für den Fall das. Ich mache mir aber erstmal ein bisschen Foundation auf meinen Handrücken. Okay.
Okay, die sieht schon mal ganz gut aus. Ist ziemlich flüssig, finde ich. Riecht angenehm. Und ich trage das erstmal mit dem Pinsel auf, aber ich glaube nicht, dass ich das damit verblenden kann. Dafür ist der auch einfach zu klein. Ist aber sehr fest gebunden. Und ja, ich trage mir die Foundation jetzt erstmal auf. Das ist sehr passend vom Farbton her. Wow. Und der Pinsel ist echt perfekt dafür. Das kann man wohl so sagen. Aber man braucht schon ziemlich viel von der Foundation. Das muss ich leider auch noch dazu sagen. Und aufbauen lässt die sich hier mit dem Pinsel auf jeden Fall auch sehr gut. Ja, das Ganze arbeite ich jetzt mal mit meinem Real Techniques Schwämmchen ein. Also bislang muss ich sagen, hatte ich die Marke Physicians Formula nur auf dem Schirm durch den Butter Bronzer, den ich mir jetzt tatsächlich gar nicht mitbestellt habe, weil der auch ausverkauft war. Und sonst wusste ich gar nicht, dass die noch weitere Produkte führen. Ja, ich bin halt eher so das Drogeriemädchen, ne? Ich schaue tatsächlich viel in der Drogerie und kaufe dort auch. Und wenn etwas nicht in der Drogerie da ist, dann kenne ich das dann meistens auch nicht so gut. Sehe das vielleicht bei anderen mal und denke mir auch, ja, ist ganz cool. Schau mir dann aber den Preis an und denke mir, oh mein Gott. Und ich finde, diese Marke ist jetzt, also Physicians Formula, ist jetzt ein bisschen hochpreisiger als andere Marken, die du in der Drogerie findest. Aber ich finde es noch in Ordnung. Also das ist auf jeden Fall noch etwas, wo ich sage, okay, da gebe ich auch gerne mein Geld für aus, weil die Sachen, die ich hier habe, habe ich ja auch von meinem eigenen Geld bezahlt. Und ja, wollte das mal austesten, weil auch positiv davon geredet wurde. Also ich habe mir auch erstmal ein paar andere Reviews dazu angeschaut, weil ich mir gedacht habe, nee, bevor ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10 € pro Teil oder wie auch immer ausgebe, ich glaube, das müsste dann im Schnitt auch fast schon hinkommen. Ja, möchte ich wissen, ob es wirklich gut ist und dann mal gucken, ob ich das dann auch testen will. Ja, und dann gab es auch noch Prozente bei Rossmann Online. Ich glaube, 30% gab es da auf die Physicians Formula Produkte und dann habe ich mir gedacht, komm, das gönnst du dir mal. Und es gab noch ein Gratis-Produkt, was ich euch auch gleich zeigen werde, aber was ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, das ist dieser eine Bronzer, der auch hier passend quasi zu der Foundation wäre. Ja. Da lässt man sich dann auch gerne mal zum Kauf verleiten. So sieht die Foundation jetzt verblendet von Namen aus und ich finde sie richtig toll. Für mich jetzt aktuell ein bisschen zu dunkel, aber das ist nicht schlimm, weil wenn man die ordentlich verblendet und dann halt auch den Hals runter ein bisschen verblendet, dann wirkt die schon sehr passend. Und ich denke, wenn ich das gleich noch abpudern werde und so, wird es noch passender wirken. Also ich finde die richtig toll. Die fühlt sich so leicht auf der Haut an, obwohl die echt deckend ist. Also die solltet ihr euch vielleicht wirklich mal anschauen. Und den Glow, den die Foundation verleiht, finde ich auch richtig toll. Ja, mir gefällt die richtig gut. Echt. Also ich finde, dass mein Gesicht jetzt strahlt. Ich finde, dass die sehr ebenmäßig aussieht. Und also Leute, ich kann sie euch empfehlen. Guckt sie euch auf jeden Fall mal an. Auch einen Concealer habe ich gefunden. Das ist so ein Color Correcting Concealer, wo du hier halt dieses Grün für dunkle Augenschatten hast und hier halt die ganz normale Concealerfarbe. Wobei ich finde, dass die Concealerfarbe sehr dunkel hier jetzt in der Verpackung wirkt. Ich habe die aber nicht so dunkel gewählt. Also, das finde ich sehr interessant. Ich weiß gar nicht, ob man da eine Farbe auswählen könnte. Hier steht jetzt auf jeden Fall keine drauf. Einfach Concealer Twins 3055E. Ich weiß nicht, ob das vielleicht die Farbbezeichnung ist. Joa. Und dann hast du hier halt auf dieser Seite bei dem Grün den Color Corrector und Alte Belly. Ja, das ist sehr grün, das ist Hulk. Und auf der Seite hast du dann, oh, musst aufpassen, dass du nicht das Falsche aufdrehst, den Concealer. Und beides trage ich mir jetzt wirklich mal auf. Mal gucken. Also ein bisschen Augenschatten habe ich, aber das ist wirklich heute minimal, denn heute ist Wochenende. Am Wochenende bin ich eh immer ausgeschlafener. Wir gucken mal. Ich trage mir das jetzt wirklich so als, ja, wie ein Concealer halt auf, ne? Es ist ziemlich trocken von der Konsistenz. Und dann blende ich das mit meinem Schwämmchen ein. Es ist immer sehr befremdlich, sich richtig grünen Concealer quasi zu machen. Also, pff, das ist wirklich befremdlich, Leute. Oh je. Und dann mache ich mir jetzt den normalen Concealer drüber.
Auch der ist von der Konsistenz her ziemlich dickflüssig, ziemlich trocken. Und auch den blende ich mir mit meinem Schwämmchen ein. Ich habe hier immer noch so einen Grünschimmer, deswegen mache ich mir noch ein bisschen, also noch eine dünne Schicht von dem Concealer drüber. Also so viel Produkt verwende ich normalerweise echt nicht unter meinen Augen. Das ist sehr befremdlich. Ja, wow, es sieht aus wie Photoshop, oder? Ich finde es schon ziemlich heftig. Ich merke aber, dass ich richtig viel Produkt unter meinen Augen habe. Ich meine, ich habe eben Foundation gemacht, dann habe ich mir den grünen Color Corrector drüber gegeben, dann habe ich mir Concealer drüber gegeben und noch eine Schicht Concealer. Ja, man merkt, dass man richtig was unter dem Auge sitzen hat. Ich werde das Ganze jetzt erstmal setten mit meinem Puder, weil ich echt doch ein bisschen Angst habe, dass mir das dann vielleicht doch in die Fältchen kriecht. Das ist ja hier dieses Babypuder, ne, was ich euch eben schon gezeigt habe. Und ja, ich weiß, da ist ein Spiegel drin, aber ich finde das so umständlich, dass ich das immer hochklappen muss. Also für mich ist dieses Design dann nicht das Richtige. Ich drücke mir den Pinsel vorne ein bisschen zusammen, damit ich mir halt richtig auch unten drunter das abpudern kann und presse mir das Puder richtig dann auf den Concealer drauf. Ja, also jetzt ist der Grünschleier auch wirklich ganz weg und es fühlt sich nicht mehr so schlimm unterm Auge an. Und jetzt pudere ich tatsächlich auch mein ganzes Gesicht ab. Natürlich gibt das jetzt nochmal extra Deckkraft, aber naja, dann habe ich halt heute mal richtig krass Deckkraft. Das Puder ist übrigens geruchslos, also das riecht nach gar nichts, was ich in dem Fall wirklich angenehm finde. Ich habe ja gehört, dass so der Butter Bronzer und so, das soll alles irgendwie nach Kokos riechen oder so. Da finde ich es ganz gut, dass die Produkte, die ich jetzt hier habe, nicht nach Kokos riechen. Normalerweise benutze ich ja wirklich transparentes Puder und halt nicht irgendwie eins mit Deckkraft. Deswegen ist es jetzt für mich ein bisschen schwer, das zu beurteilen. Aber ich finde, dass mein Gesicht extrem weich gezeichnet aussieht. Also es sieht jetzt auch in der Kamera und sogar im Spiegel so aus, als hätte ich einen Weichzeichner drüber gelegt. Und das habe ich ja natürlich nicht. Und das finde ich wahnsinnig cool. Also wenn das Gesicht einfach so aussieht, wie es jetzt aussieht. Ich finde es wahnsinnig, wahnsinnig toll. Natürlich ist das sehr unnatürlich, das muss man mögen, wenn man das so verwendet. Aber für mal finde ich es auch ganz witzig, dass man einfach mal 10 Jahre jünger aussieht. Ach, einmal im Leben nochmal 19 sein, ne? Ja, schau dir das echt mal von nahem an, ne? Also die Foundation hat immer noch den Glow und gibt den Glow auch wirklich durch das Babypuder raus, also nach wie vor. Aber ich finde, dass ich aussehe, als weiß ich nicht, ne? Also wenn ich wirklich nicht lache und keine Mime verziehe, dann sieht man auch echt keine Falten. Das finde ich ziemlich witzig. Ja, unter den Augen sieht es aus, als hätte ich einfach einen enormen Photoshop-Filter verwendet, was ich nicht habe. Wenn ich lache, sieht man Falten, aber das ist Natur, das gehört sich auch so. Ja, und wenn ich ganz nah an den Spiegel gehe, dann sehe ich auch, wie krass doll ich geschminkt bin tatsächlich. Aber ja, ich finde es irgendwie cool. Aber ob man den Concealer jetzt so braucht, würde ich jetzt nicht so sagen. Ich mag das lieber, wenn ich bin ja auch ein paar Jährchen dann älter, ne? Ich mag das, wenn ich auch feuchtigkeitsspendende Concealer habe. Ja, ich habe heute Morgen eine Augencreme verwendet, wo meine Augen mit Feuchtigkeit versorgt wurden. Aber ich hätte gerne noch mehr Feuchtigkeitsversorgung gehabt. Deswegen, meins ist er nicht. Dieses BB-Powder finde ich aber richtig toll. Ich denke, dass man das sogar auch ohne irgendwie Foundation oder sowas verwenden kann. Von daher, das gefällt mir. Jetzt möchte ich erstmal meine Augen fertig machen. Da nehme ich mir dann erstmal wieder diese coole Lidschattenpalette und ja, kann jetzt endlich diesen Popton nehmen, dieses geile Türkis. Und den gebe ich mir komplett unten an den unteren Wimpernkranz und presse mir den so richtig dran. Der ist richtig, richtig gut pigmentiert. Hui, hui, hui. Das finde ich richtig schön. Zieh den immer ein bisschen höher und verblende den auch hier mit diesem Pinsel tatsächlich immer so ein bisschen oben mit rein. Holla die Waldfee. ich nehme jetzt nochmal einen Blendepinsel und verblende den ein bisschen rein, weil das ist natürlich jetzt bei der Farbe ein bisschen schwieriger, den zu verblenden, wie wenn ich das sonst mache, weil der ist jetzt schon sehr, sehr unterschiedlich zu dem, was sich da oben auf meinem Auge befindet. Ich nehme auch nochmal was ein bisschen von diesem ganz dunklen und verblende das hier wirklich nur außen. So ein bisschen kreisen und rein verblenden. Ja, das finde ich cool. Ich denke, die Kamera fängt da schon auf. Unten siehst du wirklich diesen türkisen Strich und das finde ich mega geil. Ja, ne?
Jetzt gehört aber noch ein Eyeliner dazu. Den muss ich mir jetzt noch unbedingt ziehen, weil ich fühle mich immer nackig ohne Eyeliner und Mascara, weil das halt immer so mein, ja, jeden Tag benutze ich diese beiden Dinge Step ist. Hier haben wir auch von Physicians Formula einen Eyeliner und der soll tatsächlich auch machen, dass deine Wimpern wachsen. Und das finde ich cool. Das ist der Eye Booster Ultra Black. Lash, Serum und Eyeliner in einem. Der hat so eine Kugel drin, deswegen schüttel ich den. Genau, und so sieht der aus. Ist Silber, ist nichts Besonderes, ne? Und der hat eine ganz, ganz dünne Spitze. Ich weiß nicht, ob ich das hier so... Ja, ne? Ganz dünn, ganz fein. Jetzt ziehe ich mir endlich meinen Eyeliner. Yay! Ja, so ist es besser, oder? genau, der gefällt mir richtig gut. Der macht eine schöne, feine Linie. Und ja, der ist toll. Der ist sehr, sehr flüssig. Also da muss man wirklich aufpassen. Aber ich finde den wirklich schön. Der macht ein tolles Ergebnis. Und jetzt kommen die Wimpern dran. Auch da hat Physicians Formula ein Produkt, was mich hier sehr angesprochen hat. Das ist die Sexy Booster Wawawoom Mascara. Mega cool. Eine Volumenmascara, die Sexy Eyes machen soll. Sexy verstärkende Formel, getränkt mit warmem Vanilleduft, zaubert kurvenreiche, verführerische Wimpern, die voller, länger und definierter aussehen. Da gucken wir mal, ob das wirklich nach Vanille riecht. Das fände ich ja mega geil. Ich meine, wie geil sieht das bitte aus? Du hast hier eine richtige Spitze aufgedruckt, das hier ist dieses dickere, das ist richtig samtig. Dann hast du hier so einen nicen Stiletto mit dran. Also das ist eine richtig krass, krass Mädchenmascara. Vom Optischen her auf jeden Fall. Und das ist ein Oschi von Gummibürstchen, was ich super finde. Jetzt schauen wir mal, ob die wirklich nach Vanille riecht. Ja, nach natürlicher Vanille riecht die. Das ist cool. Auf geht die Party, oder? Oh mein Gott, so ein Riesenbürstchen. Aber wir schaffen das. Also sehr viel Produkt ist nicht am Bürstchen. Das finde ich aber auch nicht schlimm. Also ich, ne, finde das ganz gut, wenn man das dann auch so ein bisschen aufbauen kann und nicht so verklumpte Wimpern hat. Ne, die Mascara kann was, doch. Die macht Volumen, die macht Länge und die verklumpt nicht. Also das ist cool. Das gefällt mir richtig gut. Ja, kann ich euch empfehlen, könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Das ist eine coole Sache. Die macht so richtige Klimperwimpern. Ob ich das als sexy bezeichnen würde, weiß ich nicht, aber ich finde das schön. Das mag ich. Wirklich. Also, ja, das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Das sieht so fast schon natürlich aus, obwohl es ja echt unnatürlich ist, ne? Aber naja, wir machen jetzt mal weiter mit dem Bronzer. Da habe ich zwei. Einmal, weil ich eine Physicians Formula Bestellung abgegeben habe und es den gratis mit dabei gab, habe ich den hier. Nude Wear Bronzer. Und dann ist das ein Argan Wear Bronzer. Den habe ich mir bestellt, weil ich ihn schön fand und weil der Butter Bronzer ausverkauft war. Ultra pflegender Bräuner mit Arganöl ist das hier. Das finde ich cool. Ich habe gehört, dass diese Glitzerschicht, die drauf ist, nicht lange hält. Also, dass es nur oberflächlich ein bisschen ist. Hier unten drunter hast du wieder einen Spiegel und ein Pinselchen. Und das andere ist ein Glow Bronzer. Auch bei dem soll halt diese Goldschrift nur so ein bisschen aufgelegt sein und sehr schnell weg sein. Genau, der lässt sich öffnen wie ein Büchlein. Und hat hinten hinter auch wieder einen Spiegel und ein Pinselchen. Ich probiere jetzt erstmal den Bronzer, der passend zu meiner Foundation wäre. Nehme mir dafür einen Bronzerpinsel von Essence, gehe einmal komplett durch. Ja, der glitzert wirklich, ne? Hui! Und gebe mir den jetzt mal auf. Hallo? Farbe? Da sieht man nicht so viel, ne? Ja, und die Schrift ist jetzt nicht mehr glitzernd. Das ist schon sehr schnell jetzt passiert. Okay. Der riecht jetzt nicht irgendwie nach was Besonderem, also jetzt nicht nach Kokos oder sowas. Der riecht jetzt einfach nur nach Puder. Aber ich habe nichts in meinem Gesicht. Ja, sehr nudig. Schade. jetzt probieren wir mal den Argan-Bronzer aus. Der riecht tatsächlich nach Argan. Also ich weiß nicht, wie Argan riecht, aber der riecht nach irgendeiner Bodylotion, finde ich.
Ja, ein bisschen männlich herb riecht der. Oh, gehst du einmal mit dem Pinsel drüber, ist die Glitzerschicht tatsächlich ab. Ja, und es glitzert hier einfach runter. Gut, dann gebe ich mir den mal auf und hoffe, dass der vielleicht etwas macht. Ich meine, er wirkt auch sehr hell hier im Pfännchen, ne? Aber so hell, dass er jetzt quasi keine Farbe abgeben würde. Minimal, minimal kommt was auf mein Gesicht. Aber nicht wirklich, ne? Sehr natürlich. Also ich sehe schon, dass ich mir eine pudrige Textur auf mein Gesicht gebe. Aber eine richtige Farbabgabe ist da nicht unbedingt da. Vielleicht, wenn man eine hellere Foundation hat oder wenn man gar keine Foundation trägt oder so. Aber so sehe ich da nicht mega viel von. Schauen wir mal, ob das nächste Produkt was reißen kann. Das ist nämlich der Butter Blush. Den habe ich hier. Das ist die Farbe Wasserapfel, Plum Rose. Sieht auf jeden Fall sehr fancy aus, finde ich. Ne? Sehr hawaiianisch angehaucht. Und ja, hier hast du dann den Blush, der eine schöne Oberfläche hat, finde ich. Also das wird eine gute Geschichte, dass du da auch gut Produkt mit dem Pinsel aufgreifen kannst. Und auf dieser Seite hast du einen Spiegel und dieses Schwämmchen hinten dran, ne? Das ist ja großartig. Nein, das werde ich nicht benutzen. Ich benutze da lieber einen Pinsel. Und zwar hier den von Essence aus der neuen Schwestern-Kollektion. Riecht leicht nach Kokos, aber jetzt nicht zu doll. Das finde ich gut. Dann gehe ich mit dem Pinsel gut rein. Achso, muss man ein bisschen derber wahrscheinlich, damit die erste Schicht ein bisschen abgekratzt wird. Ja, jetzt geht es ein bisschen besser. So, und dann gebe ich ihn mir mal auf meine Wangen. Und da kommt leider nichts. Also ich rühre da jetzt richtig dran rum und packe mir extrem viel auf mein Gesicht an Produkt. Es staubt hier auch, aber es kommt einfach keine Farbe. Es kommt einfach nichts. Und ihr kennt mich, ich liebe Blush. Ich mag das, wenn ich ordentlich was auch im Gesicht habe. Ja, aber wenn da nichts kommt, dann finde ich das doof. Ja, sehr natürliches Ergebnis, um das mal so zu sagen. Aber ich will mir jetzt nicht noch mehr Puder ins Gesicht knallen, weil es kommt einfach keine Farbe und da brauche ich jetzt nicht noch 5 Schichten drauf machen. Es verleiht einen Glow, ja, also so ein bisschen jetzt so im Nachhinein, ne? Das sieht man jetzt auch, wenn ich mich so bewege, dann glänzt das so ein bisschen, aber ich möchte gerne eigentlich rosa Wangen haben und nicht glänzende Wangen. Naja, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich hatte ja gesagt, dass ich gerne hier aus der Palette den hellsten Ton als Highlighter-Ton verwenden wollte, es jedenfalls versuchen wollte. Deswegen gehe ich hier auch mal mit dem Highlighter-Pinsel rein, kriege aber nur Glitzerpigmente drauf. Und da gucken wir mal, was es jetzt hier so macht. Nicht wirklich was, ne? Nö. Nochmal versuchen. Also es staubt hier auch derbe, das heißt, nee, da kommt kein Produkt drauf. Da passiert leider nichts. Naja, dann eskalieren wir jetzt einfach mal ein bisschen. Essence Glazed Donut. Ja, das finde ich ganz intensiv. Aber wenn ich schon allgemein hier meine Farbe vermisse, dann doch wenigstens mein Highlighter. Dann haben wir noch ein Produkt von Physicians Formula. Und zwar einen The Healthy Lip Velvet Finish. Das ist ein Liquid Lipstick, würde ich mal so sagen. Den habe ich hier in der Farbe Dose of Rose. Hat ein witziges Füßchen und er scheint wirklich pink zu sein. Das finde ich geil. Riecht nicht angenehm. Ich mag das nicht, wenn die so riechen, wie die riechen. Das riecht sehr synthetisch, sehr künstlich, sehr... Nicht meins. So. Ne? Hat so eine Vertiefung in der Mitte und so ein gebogenes Bürstchen und das trage ich mir jetzt mal auf und dann gucken wir mal, wie pink der denn wirklich aussieht. Ja, ich finde, meine Lippen wirken dadurch extrem, extrem, extrem und meine Augen wirken dadurch winzig auf einmal, obwohl die eben riesig gewirkt haben, oder? Ich finde, das ist ziemlich heftig. Und ich finde, dass man diesen Liquid Lipstick richtig merkt, also der ist richtig bappig, also das gefällt mir gar nicht vom Gefühl her, das ist nicht meins. Das heißt, der wird auch direkt aussortiert und zu jemandem wandern, der den gern hat. Aber ich werde den nicht behalten. Der ist einigermaßen matt, ja, aber du fühlst richtig, dass du was auf den Lippen hast und es fühlt sich richtig dick an, als hätte ich eine richtig dicke Lippe. Das finde ich ziemlich unangenehm, muss ich gestehen.
Naja, auch wenn die Lippen jetzt ziemlich extrem aussehen, das hier ist jetzt tatsächlich der fertige Look, der mir halt bis auf die Lippen sehr, sehr gut gefällt. Ich zeige dir jetzt mal, was du in diesem Video gewinnen kannst. Und zwar ist das dieses Überraschungspaket, diese Beauty Surprise Bag von Cosmetic for Less, die ich auch schon mal bekommen habe. Die habe ich ja zweimal gekriegt, weil ich zweimal bestellt habe. Die besteht aus einer Augenbrauenpalette, einer Lidschattenpalette, einer Blushpalette, einem Foundation-Pinsel oder Concealer-Pinsel, verschiedene Masken und Proben sind da auch mit drin und eine Color-Correcting-Palette in einem schönen Organza-Säckchen. Ja, was du dafür tun musst, steht alles in der Infobox. Im Prinzip laufen bei mir die Verlosungen, nicht nur im Prinzip, die Verlosungen laufen bei mir 4 Wochen. Und ja, alles unten in der Infobox, schau einfach vorbei. So, da bin ich jetzt, circa 7 Stunden später. Also um 4 habe ich mich heute ungefähr geschminkt mit euch zusammen. Und jetzt ist es die Uhrzeit kurz nach 11. Und ja, ne, da kannst du jetzt sehen, wie das jetzt aussieht. Also den Lippenstift habe ich sehr schnell wieder ja, abgemacht, weggemacht, weil das war echt nicht meins. Das sah aus wie Barbie und das war furchtbar. Aber der Lidschatten hält, der Concealer ist ein bisschen gecreased. Ich mache mal kurz mal Licht, dann sieht man das dann besser, weiß ich nicht. Sehe ich auf jeden Fall aus, als hätte ich mega die fetten Augenringe, ey. So vielleicht. Also, ne, ein bisschen, aber nicht viel. Also der ist sehr flawless geworden, auch mit dem Puder zusammen, richtig toll. Ja, ein bisschen siehst du jetzt hier so auch ein bisschen mehr noch die Ränder, aber ich finde nicht, dass die Foundation sich jetzt irgendwie doof abgesetzt hätte, ein bisschen an der Nase abgetragen, weil ich mache ständig so, ich weiß nicht, ich bin halt merkwürdig. Aber ich habe jetzt keinen Homer Simpson Mund, obwohl ich heute Abend auch Pizza gegessen habe. Ja, aber ansonsten finde ich, dass das Make-up echt noch fresh aussieht. Ja, gefällt mir. Also das ist eine schöne Foundation. Ich sag's euch. Ich empfehle euch die euch. Ja, euch die euch. Ich empfehle euch diese Foundation. So. Und vom Lidschatten her finde ich es auch super. Die Mascara ist auch toll noch. Also da ist auch nichts gekrümelt, hat sich hier oben auch nichts abgestempelt oder so, ne? Das ist nämlich bei mir auch immer so, weil ich habe dadurch, dass ich die Wimpern so lang habe, tatsächlich das Problem, dass die sich dann ja auch immer oben, ne? Die gehen da immer dran und dann stempeln die sich irgendwann mit der Zeit ab. Aber das ist alles nicht passiert und es ist super. Und ich war zwischenzeitlich im Garten. Ich meine, hey. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn dir das Video gefallen hat und du mir einen Daumen nach oben da lassen würdest. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!